Was geht ab, meine Z-Fighter, Osiria, mit einem kurzen Update-Video, denn es sind kurze Updates, Neuigkeiten für das japanische Dokkan Battle. Außen vorweg, kurze Info, im Streamplan hat sich was geändert, ein kleines Update quasi. Ihr könnt es in der Beschreibung entnehmen, aber ich sage es euch natürlich auch ganz kurz. Und zwar streamen wir morgen statt Xenoverse 2 auf Twitch, Fighters auf YouTube. Warum? Denn die Open Beta ist ab morgen, 18.01. Donnerstag, von 6 Uhr morgens unserer Zeit für 24 Stunden, also bis Freitag, 6 Uhr morgens, wieder geöffnet quasi. Und deswegen streamen wir dann am Donnerstag, also morgen, statt Xenoverse auf Twitch, Fighters auf YouTube von 19 bis 21 Uhr. Aber zu den Neuigkeiten im japanischen Dokkan Battle schauen wir uns ganz kurz an. Die Leaks kamen vom V-Jump-Scan und dann vom Govita und so weiter und so fort. Schaut an jeden, der beteiligt ist. Dokkan Reddit auf jeden Fall auch. Ich habe den Link hier hingesetzt, könnt ihr euch gerne anschauen. Aber so sieht unser Scan aus vom V-Jump, wie gesagt, vom Magazin V-Jump. Und das sind Informationen zum dreijährigen Jubiläum im japanischen Dokkan Battle. Das dreijährige Jubiläum ist für den 29. Januar angesetzt, japanische Uhrzeit. Schätze ich mal, wenn das der Fall ist, dann sollte es bei uns auch am 29., ja, hier steht es 29. erhältlich sein oder kommt auf die Uhrzeit an, vielleicht sogar schon am 28., denn wir sind, also JP ist uns 8 Stunden voraus. Anyways, was können wir aus dem Bild hier entnehmen? Ihr könnt das euch gerne mal kurz auf euch einwirken lassen. Wir haben einen neuen Goku, der die 3 zeigt, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Porunga Shenlong, Shenlong Porunga, aus, also Shenlong von Name quasi. Ist auch dabei mit einer 3. Okay, ist jetzt interessant. Dann haben wir Pilzkopf Gohan, der sich awaken kann. Beziehungsweise, komm, wir legen gleich los. Wir legen gleich los. Warum um den heißen Brei reden? Und zwar ist dieser dreifache Goku hier ein Login-Boni. Das wird dann ein Login-Bonus für den japanischen, fürs japanische Dokkan Battle sein, für das dreijährige Jubiläum. Deswegen die 3 ASOM Int Type SSR Level 100. Das ist ein Free, das ist, wird der erste Free-to-Play-Charakter sein, den man durch den Extreme Battle awaken kann. Ein Strength Gohan. Es ist eher quasi, wie wir ihn bekommen werden, wissen wir glaube ich noch nicht. Aber durch, er bekommt einen Extreme Battle und wird dann, ich nenne ihn Grundschul-Gohan. Und er wird dann zum, ja, Gymnasium-Gohan, sagen wir mal, ja. Da hat er schon ein bisschen jetzt, hat er schon ein bisschen was drauf in der 5. Klasse, sagen wir es mal so. Dann wird man ganz klar Extreme Z-Medaille für ihn brauchen, aber das werden dann eigene, also nicht die sein vom Goku, sondern seine eigenen. Porunga, es wird nämlich so sein, switchen wir mal kurz rüber zu der Übersetzung, schaut an Koalas dann auf jeden Fall. Wie gesagt, 3 Informationen, das Dokkan Battle Icon wird sich changen. Okay, ich kann das hier, glaube ich, noch nicht entnehmen, wie das Icon aussehen wird. Hier ist das normale Icon, aber wenn ihr... Wenn, ja, ich, aha, 3 Dokkan, vielleicht wird es dann so aussehen, in irgendeiner Art und Weise. Wenn ihr da mehr Infos habt, dann könnt ihr mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen lassen. Anyways, wie gesagt, Intelligence Super Saiyan 3 Gohan wird kommen. Und ja, der wird dann als Login-Boni sein, für den 29. Januar dann quasi. Ja, dann wird es ein Strength Kid Gohan geben, wie angesagt, mit dem Extreme Z Awaken. Also in eine Special Stage für ihn kommen. Und ja, er wird sich auch wie die alle anderen zum Extreme, also erwecken auf Level 140. Er wird nicht zum LR oder so, sondern zum Transcendent Ultra Rare. Und dann kann man ihn quasi auf 100% bringen mit all diesen Gegenständen, die man dann durch sein Extreme Z Battle bekommt, die hier unten gelistet sind. Genau, also total Standardprozedere eines Extreme Z Battle, nur jetzt für den neuen Pilzkopf Gohan. Ja, und er ist vom Strength-Type SSR Kid Gohan. Wie wir ihn bekommen werden, wissen wir noch nicht. Aber die Porunga-Wünsche sind sehr interessant. Da war ja quasi, ging mal letztes Jahr, glaube ich, ein Tweet durch, das war dann Fanmade quasi, dass Porunga... oder ich weiß nicht, ob es Fanmade war oder in den Daten war. In den Daten kann ich mich schwer vorstellen. Deswegen steht hier dran, not Twitter Thing. Da hat auch jemand mal gepostet, dass es einen Porunga gibt. Er kommt quasi zum Dreijährigen. Ja. Er kommt zum Dreijährigen, wie wir das Ganze verlaufen mit Porunga. Und zwar können wir Dragon Balls, klar, müssen wir sammeln, um ihn zu rufen, zu beschwören. Und er garantiert uns dann 3 Wünsche. Wir können ihm 3 Wünsche von ihm wünschen, wie auch normal im Anime. Wie das auf Namek der Fall war. Und you get 3 wishes granted each time you summon Porunga. Genau, jedes Mal, wenn wir ihn beschwören, kommen wir 3 Wünsche. 21 Dragon Balls können wir collecten. Eine Mission und geil. Okay, es gibt eine Mission pro Tag, in der man einen Dragon Ball sammeln kann. Das finde ich sehr gut, dass es dann quasi nicht über die Quest läuft. Und was wir uns wünschen können, achso, das sind die Porunga-Wische dann quasi hier. Wir können uns wünschen Potential Orb, Grand Kais, Training Items und so weiter und so fort. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu kommen, wisst ihr noch nicht ganz, aber cool ist, dass es auf jeden Fall einen neuen Shenlong gibt. Porunga, der uns 3 Wünsche
Wünsche. Erfüllt, erfüllt, erfüllt. Mir ist das Wort gar nicht eingefallen. Genau, ich würde sagen, so viel zu den Informationen. Kurze, knackige Informationen vom V-Jump für das 3-jährige Jubiläum. Natürlich wird da noch viel, viel mehr kommen. Wenn es mehr Informationen dazu gibt, werde ich es euch auf jeden Fall wissen lassen. Bis dato sind das die Informationen. Quasi neue Goku kommt, Login Boni, Free-to-Play-Kit, Gohan mit einem Extreme-Z-Battle wird kommen und Porunga kommt, der uns 3 Wünsche erfüllt. Und Dragon Balls können wir einsammeln mit einer Mission pro Tag und 21 brauchen wir dann quasi insgesamt. Ich glaube, wir brauchen nicht insgesamt, also müssen nicht 21 Dragon Balls sammeln, um ihn zu beschwören, damit uns 3 Wünsche erfüllt. Nee, das ist dann wie auch im Anime üblich. Ich denke nicht, dass sie das ändern werden. Man sammelt 7 Dragon Balls und kann sich mit den 7 Dragon Balls 3 Wünsche wünschen. Und das geht wahrscheinlich bis zum Maximum, bis, also wenn das rauskommt, zum 21 Mal. Also können wir 3x 3 Wünsche erfüllen. So habe ich es verstanden. Wenn ich irgendwas missverstanden habe, könnt ihr mich das gerne, wie gesagt, in den Kommentaren wissen lassen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.